Hallo, mein Name ist Raymond Bishop. Das ist mein Sohn Harold. Sag hallo, Harold. Tut mir leid. Was ist hier los? Ihr Sohn hockt im Gebüsch und bietet kostenlose Tattoos an. Und mein Sohn war eines seiner Opfer. Was? Aber ich verstehe nicht ganz. Wieso mein Sohn? Woher kennen Sie diese Adresse? Ich habe Mittel und Wege. Glauben Sie mir. Ich habe Mittel und Wege. Sind Sie ein Cop? Nein, ich bin Feuerwehrmann. Ich habe einen anständigen Beruf. Hier, ist das zu fassen? Sehen Sie das? Ja? Sehen Sie den Strich? Wird das weggebrannt oder was? Ich finde raus, wie es weggeht. Und Sie werden dafür bezahlen. Kapiert? Wieso hat er das getan? Keine Sorge, ich arbeite im Krankenhaus. Dort kann man es weglasern lassen. Ist ein ästhetischer Laser. Ich bekomme den Rabatt, ich zahle alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich furchtbar. Das sollten Sie auch. Sehen Sie sich das an. Das geht so. Ach, da ist er ja. Komm sofort hier raus. Hey, er hat gesagt, er wäre 18. Er sieht aus, als wäre er 4. Entschuldige. Es war seine Idee. Er lügt. Harold, komm schon. Na, logisch lügt er. Er kann so nicht sein Einverständnis geben. Er ist 9. Dad, können wir jetzt gehen? Du bist mir peinlich. Wir gehen nirgendwo hin, okay? Er ist noch ein Kind. Tickst du nicht mehr richtig, oder was? Was denn?